Herzlich willkommen zum Kanalog. Heute stellen wir Dr. Wieland Schindenburg von der FDP eure Fragen. Dr. Wieland Schindenburg hat Zahnmedizin und Rechtswissenschaften studiert und ist seit 2006 Fachanwalt für Medizinrecht. Ja, und gleichzeitig sitzt er im Bundestag in dem Ausschuss für Gesundheit und ist Sprecher für Sucht und Drogen bei der FDP. Also habt viel Spaß bei dem Interview und lasst gerne Kommentare und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Herzlich willkommen, Dr. Wieland Schindenburg, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Kommen wir direkt zur ersten Frage. Spielt Cannabis in Ihrem persönlichen Umfeld eine Rolle und kennen Sie womöglich Personen, die Cannabis verschrieben bekommen? Nee, muss ich ehrlich zugeben, kenne ich nicht. Ich habe verschiedene E-Mails bekommen von Betroffenen, die sich darüber beklagt haben, dass sie Cannabis verschrieben bekommen haben, aber die Krankenkasse keine Genehmigung erteilt. Also insofern schon, das war mehr berufliche Kontakte, keine privaten. Ja. Und da sind wir ja auch schon beim ganz wichtigen Thema. Das Gesetz ist eindeutig. Wenn ein Arzt Cannabis aus medizinischen Gründen verschreibt, dann ist es im Regelfall von der Krankenkasse auch zu genehmigen. Nur in Ausnahmefällen, so steht es im Gesetz, kann die Krankenkasse es verweigern. Die Realität ist eine andere. Ungefähr ein Drittel der Verschreibungen werden von der Krankenkasse nicht genehmigt. Es gibt noch Widerspruchsverfahren, aber da verhalten sich die Krankenkassen gegen das Gesetz, gegen den Willen des Gesetzgebers, und das bin ich ehrlich gesagt nicht mehr bereit zu tolerieren. Ja, genau. Das war auch schon unsere erste Frage. Gibt es ja generell noch so Probleme, die Cannabis-Patienten haben. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass oft die Kosten nicht übernommen werden von der Krankenkasse. Dazu sind oft noch große bürokratische Hürden für den Arzt, um das überhaupt erstmal zu verschreiben. Und planen Sie in dem Bereich noch weitere Reformen? Also man hat ja auch noch die Lieferbarkeit von importierten Cannabis ist oft ein Problem. Es gibt meistens keine Sorten- oder Terpenenangaben. Ja, es ist also ein ziemliches Drama insgesamt. Also ich weiß fast gar nicht, wo ich anfangen soll. Also fangen wir mal an mit den Verschreibungen und den Genehmigungen. Da haben wir als FDP jetzt, vor gut einem Jahr einen Antrag vorgelegt zur Änderung des Gesetzes. Und zwar war die Sache mit dem Genehmigungsvorbehalt. Also hatten wir mit den Grünen auch diskutiert und wollten eigentlich zusammen ursprünglich einen Antrag einreichen. Das haben wir uns dann nicht einigen können, weil die Grünen wollen den Genehmigungsvorbehalt ganz abschaffen. Das klingt auf den ersten Moment gut, ist aber ein ziemlicher Fehler, wenn man das macht. Denn ich bin Fachanwalt für Medizin, ich vertrete oft Ärzte in Regressverfahren. Und wenn sie es aber ungenehmigt das Ganze machen, denn 2 Jahre fühlen wir uns nämlich toll und dann kommen jede Menge Gresse der Krankenkasse. Wenn die sagen, pass mal auf, das dürfte es aber gar nicht verschreiben, und dann werden Ärzte in enorme viele Verfahren verwickelt und müssen die Honorare zurückzahlen, zum Teil sogar die Kosten des Cannabis bezahlen. Und wenn das passiert, dann wird es keinen Arzt mehr geben, der das verschreibt. Darum sind wir also nicht dafür, das Genehmigungsvorbehalt ganz abzuschaffen, sondern wir wollen einen freiwilligen Genehmigungsvorbehalt machen. Es gibt verschiedene Indikationen, wo fast immer genehmigt wird. Da braucht man ja gar keine Genehmigung mehr. Aber allen zweifelhaften Dingen kann ein Arzt freiwillig sagen, ich möchte gern das genehmigt haben. Dann aber, wenn die Genehmigung dann erteilt ist, auch wenn es ein paar Wochen dauert, muss der Regress ausgeschlossen werden. Das finde ich ein sehr, sehr schlaues Verfahren, etwas aufwendig, aber dafür ist dann der Arzt völlig gesichert davor, vor irgendwelchen Regressverfahren. Da haben wir entsprechend einen Gesetzesvorschlag vorgelegt. Wenn Sie wollen, kann ich mal kurz gucken, ob ich die Drucksache hier irgendwo aufschreiben lassen. Drucksache 19, das ist die APU-Nummer, und dann 26181. Da haben wir praktisch den Antrag gestellt, wo das genau der richtige Gesetzesvorschlag war. Sehr viel Arbeit, also Gesetzesentwürfe zu machen, ist nicht ganz einfach, selbst für erfahrene Juristen wie mich. Haben wir gemacht. Also unser Ziel, also freiwillige Genehmigung, und dann, wenn die erteilt ist, dann Regressausschluss, sodass die Ärzte sicher sind. Ich bin mir sehr sicher, wenn man das machen würde, würde man noch wesentlich mehr Ärzte dazu gewinnen, das zu verschreiben, weil sie dann gesichert sind vor Regressverfahren, und das fürchten verständlicherweise eigentlich alle Ärzte, vor endlosen Ausschüssen da geladen zu werden und dann nachher noch zigtausend von Euro zurückzahlen zu müssen. Also das ist unser Vorschlag, das besser zu machen. Das haben wir in dieser Wahlperiode schon eingereicht, hat, Sie werden es nicht überrascht sein, die Große Koalition abgelehnt. Wir werden es in der nächsten Wahlperiode, gut, da bin ich nicht mehr dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass die FDP-Fraktion den Antrag neu einbringt, und weil die Idee immer noch gut ist.
gerade auch im Kontext mit dem medizinischen Cannabis. Viele neue Patienten haben ein bisschen Angst davor, weil ja viele Cannabis-Patienten als Kiffer abgestempelt werden und erleiden Stigmatisierung im Alltag oder auch im Beruf. Wie bewerten Sie da die Lage und denken Sie daran, etwas ändern zu können als FDP? Ja, das können wir natürlich nicht alleine machen. Also Gesetze kann das Parlament alleine machen, sollte es auch machen. Sag mal, das, was Sie jetzt beschreiben, ist ja sozusagen eine öffentliche oder teilöffentliche Meinung, diese Stigmatisierung, das macht ja nicht der Gesetzgeber. Da müssen wir alle dran arbeiten. Da müssen Sie dran arbeiten, da müssen wir auch dran arbeiten. Es muss doch, keiner kommt auf die Idee, jemanden zu stigmatisieren, weil er Antibiotika nimmt. Ja, wenn ein Arzt ein Antibiotikum verschreibt, aus guten Gründen, dann würde ich sagen, gut, genau, dann nimm das mal, ist auch wirklich so. Und wenn derselbe Arzt bei einer anderen Indikation Medizinalcannabis verschreibt, dann haben das die Leute hinzunehmen. Ne? Und wenn das nicht gut war, dann muss der Arzt vielleicht nachher dafür rechtfertigen, aber sicher nicht der Patient dafür, der nicht ehrlich wissen kann, was gut oder schlecht für ihn ist. Nein, da müssen alle ein bisschen dran arbeiten. Da lege ich großen Wert darauf, was ich beitragen kann, abgesehen von dem Gesetz, ist, dass ich so auftrete, wie ich heute auftrete. Ich habe extra einen Anzug angezogen. Ja? Also ich bin immer sehr skeptisch. Also ich war am letzten Samstag bei der Hanfparade. Da waren wir übrigens auch. Ja, da habe ich viele Leute gesehen, die ein bisschen so, sagen wir mal, so saloppe Kleidung getragen haben, es mal so auszudrücken. Das hilft gesellschaftlich nicht. Ja, wir müssen ja auch breite Kreise der Bevölkerung erreichen. Sagen wir mal, pass mal auf, Cannabis ist nichts Böses, auch nicht was für Spinner, sondern es ist ganz normal ein Medikament wie tausend andere auch. Deshalb trete ich bewusst immer so auf. Ja, also ich habe auch eine Jeans im Schrank hängen, so ist nicht. Aber ich trete ganz bewusst immer, gerade wenn es um Thema Cannabis auch möglichst seriös auf, um Wähler auch auf meiner Partei natürlich dafür zu gewinnen, zu erkennen, nein, das ist nicht irgendwie so Spinnerei, da sitzen ein paar Leute mit der Gitarre und einem Joint im Mund oder so, sondern das sind wirklich Menschen, die krank sind, die Hilfe brauchen, die ein Medikament brauchen und von den vielen Medikamenten, die türkisch freigekommen, ist der behandelte Arzt mit Ergebnis gekommen, Cannabis ist die beste Wahl. Und dann, wenn das so ist, dann soll es bitteschön auch genommen werden. Also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, da kann jeder seinen Beitrag zu leisten. Ich tue halt Gesetz und Anzug, ja. Da bin ich ziemlich optimistisch. Wenn Sie in der Gesellschaft rumhören, wenn Sie so argumentieren, wie ich das gemacht habe, sind kranke Menschen, die Hilfe brauchen, nicht Leute, die irgendwie so einen netten Weg finden, um noch einen Joint sich zu besorgen, dann glaube ich, haben wir eine gute Chance, das durchzusetzen. Es ist ja eigentlich auch Konsens. 2017 hat der Bundestag das beschlossen, dieses Gesetz. Selbst die CDU hat denen ja zugestimmt. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht klammheimlich hintertrieben wird. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, Alkohol ist legal und Cannabis ist illegal. Wie absurd ist das für Sie? Nochmal, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Alkohol ist legal und Cannabis illegal. Wie absurd ist das für Sie? Ja, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe immer gern die Formel, statt dem Feierabend Bier gibt es den Feierabend Joint. Ja? Wir müssen ehrlich sein, Cannabis ist nicht ungefährlich, ist nicht irgendwie so wie Wasser oder sowas oder wie Milch. Ja. Das muss man wissen, das sage ich auch jedes Mal. Die Studien gibt es ja, dass wenn man lange genug größere Mengen Cannabis konsumiert, ist man, wenn man jünger ist, in meinem Alter kaum noch, aber bei 18-Jährigen, hat gesundheitliche Folgen, so ist das. Aber ist bei Bier natürlich genauso. Wenn Sie einmal pro Woche ein Bier trinken, macht es nichts. Wenn Sie aber jeden Abend einen Liter Bier trinken, das hat auch Folgen. Ja? Und insofern, man kann das insofern begründen, Alkohol ist eine seit Jahrzehnten, Jahrhunderten in Deutschland gesellschaftlich etablierte Droge, aber da ich ja nun generell für Drogen zuständig bin, habe ich nur auch verschiedene Drogenhilfeeinrichtungen besucht, auch etliche, die Alkoholiker betreffen. Und das ist ehrlich gesagt kein Spaß, nicht, diese armen Menschen anzugucken. Also nicht, wenn einer ab und zu mal ein Bier trinkt. Also ich habe gestern auch ein Bier getrunken, gestern Abend. Da ist nichts Schlimmes dabei. Aber man kann durch Alkohol schreckliche Folgen erzielen. Und da müssen wir auch noch ein bisschen mehr tun für die Aufklärung. Ja. Kommen wir nochmal zurück zum medizinischen Cannabis und gerade auch, weil ja so viel importiert wird aus dem Ausland. Können Sie sich vorstellen, dass es eine deutsche Cannabisindustrie geben wird? Jetzt gibt es ja auch schon die ersten medizinischen Blüten made in Germany, aber es ist halt lange noch nicht so viel, wie wir eigentlich benötigen. 2,6 Tonnen pro Jahr sind ungefähr 10% der Importmenge, die wir benötigen. Ja, also ehrlich, wenn Sie mich so streng ehrlich fragen, muss ich sagen, ich verstehe es nicht. Also ihr habt da mehrere Initiativen gestartet, Anträge gestellt, wir sind bei gut 30 Tonnen, die wir brauchen, allein Medizinalcannabis und produzieren 2,6 Tonnen, also genau wie Sie richtig sagen, noch nicht mal ein Zehntel ist es sogar. Das ist mir völlig unklar. Also wir sagen doch immer, Deutschland möchte
auch gerade bei Medikamenten selber herstellen. Wir haben jetzt gerade im Zusammenhang mit Covid-19 erlebt und vielen anderen Dingen, dass die Produktion nach Indien und China ausgelagert wird. Also Cannabis wird noch nicht in China hergestellt, es wird in Kanada und Israel und so hergestellt. Aber ich wäre sehr dafür, die deutsche Produktion drastisch auszuweiten. Also ursprünglich habe ich mal von 10 Tonnen gesagt, bis ich dann erfuhr, es sind 30 Tonnen, die wir jetzt schon verbrauchen. Ich wäre für 100 Tonnen, also deutsche Produktion Cannabis 100 Tonnen, 30, 35 Tonnen für den Eigengebrauch und den Rest exportieren wir. Das ist also ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ich möchte gern Deutschland zum Cannabis-Exportland machen, Cannabis made in Germany, aus mehreren Gründen. Also einmal, weil es schlicht einfach Arbeitsplätze schafft in Deutschland und wir werden nach Corona werden wir jetzt feststellen, dass die Zahl der Arbeitslosen zunimmt. Das ist, wir haben als FDP Konzepte dagegen, aber das ist trotzdem so, dass die Gefahr besteht. Und viele Dinge, die wir bisher exportiert haben, werden wir künftig nicht mehr so exportieren können. Stichwort Autos, das werden wir weiter exportieren, aber weniger. Und da haben wir großes Interesse daran, dass wir andere Sachen exportieren können. Also das ist ja der egoistische Grund. Der zweite Grund ist auch für den Weltmarkt. Ich glaube, ich traue Deutschland zu, besonders gutes Medizinal-Cannabis herzustellen, besonders guter Qualität. Und wenn wir auf den Weltmarkt einige zig Tonnen Cannabis in guter Qualität liefern, dann tun wir auch der Menschheit insgesamt etwas Gutes, den Menschen in anderen Ländern. Also ich bin also sehr, sehr dafür, also 100 Tonnen in Deutschland herzustellen, davon dann 2/3 zu exportieren. Das ist so meine persönliche Idee. Das haben wir mehrfach beantragt. Ja, auch da, das fand die GroKo auch wieder nicht gut. Die Grünen haben sich, glaube ich, enthalten, die Linken dagegen gestimmt, weil es ja böser Profit ist. Also das unterscheiden wir uns grundsätzlich. Von den Linken, wir finden nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ein Unternehmen muss ja Gewinn machen. Also wäre unser Vorschlag. Also nicht nur von 2,6 Tonnen auf 30 erhöhen für den Eigenbedarf, sondern sogar auf 100 Tonnen und dann einige zig Tonnen jedes Jahr exportieren in guter Qualität. Ja, können Sie sich auch vorstellen, dass Patienten oder im Falle einer Legalisierung auch der normale Konsument sich ihre eigenen Cannabispflanzen zu Hause züchten können? Ja, das ist eine Frage, die wir noch nicht abschließend geklärt haben in der FDP. Also grundsätzlich ja. Also für unsere oberste Überschrift ist ja Qualitätssicherung. Also deshalb wollen wir den Schwarzmarkt verringern, weil wir da nicht wissen, welchen THC-Gehalt und so weiter und so fort. Also wenn jemand für sich selber anbaut und die Qualität gesichert ist, wenn man also sicher sein kann, wie ist der THC-Gehalt und welche möglichen anderen Stoffe sind da mit drin, dann ja, aber ich würde es durchaus sehr, sehr eng reglementieren. Ich möchte auf keinen Fall, dass dann wieder so quasi eine Schwarzproduktion entsteht. Das heißt, ich mache mir selber meine Cannabisproduktion, nicht nur für mich selber und vielleicht auch für meine Freundin, sondern eben auch für die ganze Straße, den ganzen Stadtteil. Da wäre ich strikt dagegen. Nicht? Also, und die Qualität sicher. Und das glaube ich, da müssen wir noch ein bisschen nachgucken, wie wir das genau machen. Also einfach so pauschal zu sagen, jeder kann da machen, was er will. Das wäre wieder ein bisschen so, wie es jetzt ist, so wie Schwarzmarkt. Ja, bei Gesichterqualität für den Eigenbedarf hätte ich persönlich kein Problem damit. Quasi so Social Club-mäßig, eventuell. In die Richtung so ungefähr. Muss man nochmal gucken. Also die Einzelheiten, das wäre noch im Einzelheiten zu sehen, aber ich spreche ja nichts dagegen. Ich kann mir ja auch Tomaten anbauen und warum soll ich mir dann nicht auch Cannabis anbauen können? Nicht? Und es wäre auch ein Problem, wenn ich jetzt tonnenweise Tomaten anzubauen und die völlig unkoordiniert zu verkaufen, wo die Käufer dann nicht wissen, was für eine Qualität haben die Tomaten. Und so ähnlich ist es hier eigentlich auch. Da muss man also ein bisschen, also nicht beliebige Freiheit wäre ich dann nicht dafür, aber bei gesicherter Qualität schon. Ja. Ohne jetzt werten zu werden, Deutschland hat gerade im letzten Jahr verdeutlicht, den Anschluss in Sachen Digitalisierung an anderen Ländern verloren zu haben. Glauben Sie, dass wir beim Thema Legalisierung von Cannabis einer der Vorreiter werden können oder dass wir auch hier kostbare Zeit verschwenden? Also wenn Sie jetzt statt dem Präsens die Vergangenheit verwendet hätten, hätte ich Ihnen sofort zugestimmt. Wir haben unglaublich viel Zeit verplempert schon. Nicht? Wir hängen also in der Tat bei Digitalisierung, Internet weit hinterher, jeder weiß es. Und in diesem Bereich ist es genauso. Also Sie wissen vielleicht, die Produktion bei mir nicht weit von Hamburg ist Neumünster. Das ist eine der wenigen Plantagen, die wir bisher schon haben. Ja, wem gehören die? Den Kanadiern. Kanada und Israel, für ein, zwei andere Länder auch noch, liegen weit voraus. Wir müssen uns sehr, sehr anstrengen, haben schon sehr, sehr viel Zeit verloren. Und wenn wir dieses Ziel, was ich vorhin sagte, Selbstversorgung plus Export erreichen wollen, das geht nicht im Handumdrehen. Und da müssen wir uns sehr, sehr anstrengen. Deutschland verliert auf ganz so vielen Bereichen, unter anderem diesem, den Anschluss hat ihn eigentlich auch schon verloren. Aber ich wäre sehr dafür, alles zu tun, dass wir das wieder aufholen. Wie schätzen Sie generell die Prohibition von dem Rauschhanf ein? Verursacht sie mehr Schäden, als dass sie nutzt?
Also das hängt ein bisschen davon ab, wie man erstmal die Qualität natürlich, wenn ich genau weiß, wie ich der THC-Gehalt zum Beispiel. Sie wissen, der THC-Gehalt dieser Pflanzen hat sich in den letzten 10, 20 Jahren mal sich verdoppelt, verdreifacht, also ganz gewaltig erhöht. Das kann ich als Konsument auf dem Schwarzmarkt ja gar nicht sicher absehen, was ich da nur eigentlich aufnehme. Also wenn ich eben das mache, was ich vorhin sagte, statt dem Feierabendbier ein Feierabend-Joint, bei kontrolliertem THC-Gehalt und bei geringen sonstigen Beimengungen, ist eine gewisse Schädigung vorhanden, aber die ist vergleichsweise überschaubar. Anders sieht es aus, wenn 13-Jährige oder 14-Jährige, da ist das, die Mediziner nennen das, das Gehirn ist dann noch plastisch. Das heißt, es kann sich noch deutlich, also in meinem zarten Alter, ich bin da ziemlich umsiedelt, keine 15 mehr, aber auch noch deutlich jünger als ich, da ist eine gewisse Gefahr noch, also in meinem Alter, glaube ich, man könnte salopp sagen, kann man nicht mehr viel kaputt machen. Nein, das ist natürlich etwas politisch inkorrekt, also muss man auch, das sind wir auch nicht dafür, Cannabis an Jugendliche abzugeben, sondern erst an Erwachsene. Da ist noch der Streit, Erwachsene ist man ja mit 18, manche Experten sagen uns, ja, das ist ganz okay, aber mach statt 18 bitte 20 oder 21, weil dann die Gehirnentwicklung noch weitergekommen ist. Da muss man drüber nachdenken, das ist eine schwierige Abwägungsfrage, denn je restriktiver wir das machen, desto größer ist die Chance des Schwarzmarkts. Wenn ich dann die 15-Jährigen vorstelle, die Alternative ist, über die FDP kaufe ich bei der Apotheke und krieg's da nicht, weil ich 15 bin, dann gehe ich doch wieder auf den Schwarzmarkt. Ob es dann nicht doch schlauer ist, irgendwie mit einer strengen Aufklärung, da müssen wir drüber nachdenken. Also wir sagen im Moment eindeutig erst an Erwachsene, aber wir müssen aufpassen, dass wir die 15-, 16-Jährigen nicht doch wieder an den Schwarzmarkt verlieren. Nicht? Da ist, sollen uns die Experten noch ein bisschen was erzählen, da gibt es nicht so ganz eindeutige Meinungen dazu. In der Vergangenheit wurden ja auch immer wieder Modellprojekte beantragt und die wurden immer wieder abgelehnt. Was meinen Sie, woran das liegt und kann sich daran was ändern in Zukunft? Ich bin einer der Antragsteller gewesen, Anfang der jetzigen Wahlperiode, Anfang 2018 habe ich genauso einen Antrag gemacht. Da wurde ich ein bisschen viel kritisiert nach dem Motto, ihr als FDP wollt seit 2015 die kontinuierliche Abgabe, also keine Modellprojekte, ihr macht so andere Modellprojekte, das hat es auch in der Fraktion ein bisschen gegeben. Da habe ich gesagt, das war für mich eine goldene Brücke. Weil um den konservativen Parteien, CDU, auch SPD, eine Brücke zu bauen, nach dem Motto, okay, es gibt Argumente dafür und dagegen und das lassen Sie einfach mal testen, lassen Sie ein Modellprojekt machen oder auch mehrere Modellprojekte. Ich hatte auch Hamburg, meine Hammerstadt, als Ort angeboten und das ist auch relativ lange diskutiert worden. Es lag, glaube ich, anderthalb Jahre im Ausschuss und ist am Ende von der GroKo abgelehnt worden. Also ich persönlich brauche keine Modellprojekte mehr, das brauchte ich auch 2018 schon nicht mehr, aber es war gedacht als goldene Brücke und da das nun abgelehnt wurde, haben wir dann jetzt vor ein paar Monaten einen Antrag eingereicht, nicht mehr Modellprojekte, sondern tatsächlich einführen, weil Sie wissen, da ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen, wir haben die Steuer, die da erhoben werden sollte, zu hoch berechnet, die haben wir dann nachher aufgrund der Anhörung verringert, dem haben nachher sogar die Grünen dann zugestimmt, das hat mich sehr gefreut. Das war auch von uns vor 3 Jahren nicht etwa eine Meinungsänderung, jetzt machen wir erstmal nur Modellprojekte, das war wirklich als goldene Brücke gedacht und die goldene Brücke ist leider von CDU, CSU und SPD nicht betreten worden. Das hätte man gut machen können. Modellprojekte diese der Wahlperiode und nach den Ergebnissen in der nächsten Wahlperiode das Gesetz ändern. Das war so meine Idee, wenn man es überzeugt. Ich habe auch immer gesagt, Kinder, wenn rauskommt bei dem Modellprojekt alles Mist, dann ändern wir unsere Meinung wieder. Aber ich war mir sehr optimistisch, dass das schon gut geht. Es gibt ja in vielen Ländern quasi Modellprojekte, die alle weitestgehend gut ausgegangen sind. Ja, das stimmt. In der Debatte vom 29.10.2020 haben Sie einen Antrag der Grünen für ein Cannabiskontrollgesetz abgelehnt. Dies haben Sie damit begründet, dass Sie sich weniger Bürokratie für Unternehmen und unter anderem auch gentechnisch veränderten Hanf zulassen wollen. Sind diese beiden Punkte aber nicht eher nebensächlich und sollte man sich nicht eher auf den Gesundheits- und Jugendschutz in den Vordergrund stellen? Ja, also es waren noch 2 Punkte mehr. Es war auch noch eine falsch berechnete Steuer, die war wie bei uns. Sie hatten auch bei der Steuerberechnung einen Fehler gemacht. Aber es war der 4. Punkt, fällt mir immer nicht ein. Die Cannabis-Fachgeschäfte. Das war für mich ein ganz schwerwiegender Punkt sogar. Die Grünen wollen das Cannabis nur in Cannabis-Fachgeschäften verkaufen. Ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, das sind typische Grünen-Denkweise, die leben jetzt in Großstädten. Also in Berlin, in Hamburg, Frankfurt wird das wunderbar funktionieren. Da gibt es genügend Markt, da kann man genügend Cannabis-Fachgeschäfte einrichten. Aber was machen Sie? Ich sage mal gerne Hitzacker, vielleicht kennen Sie es, vielleicht ein kleiner Ort an der Elbe.
oder irgendwo auf dem Land, da ist nicht genug Markt. Da würden sich Cannabis-Fachgeschäfte nicht rentieren und dann würden die Menschen auf dem Land von Cannabis ausgeschlossen sein. Also in Großstädten wie Berlin, München funktioniert das wunderbar. Und darum haben wir gesagt, nein, nicht nur in Cannabis-Fachgeschäften, sondern auch in Apotheken. Apotheken gibt es ja nach wie vor deutschlandweit. Das sehen die Grünen ein bisschen kritisch, wie so eine Apotheken. Da sage ich, ich finde es auch nicht toll in Apotheken, aber bevor gar kein Angebot ist, dann machen wir lieber in Apotheken. Also das war der vierte Punkt, den wir zu kritisieren hatten. Im Endeffekt haben wir uns ja auch nicht dagegen gestimmt, wir haben uns enthalten. Ja? Also ich bin mir relativ sicher, dass wir uns einigen können. Interessanterweise, wenn Sie bei der Hanfparade da waren, da gab es ja, da durfte ich ja auch reden und direkt vor mir redete der Veranstalter und der hat das Cannabis-Kontrollgesetz im Großen aus den gleichen Gründen scharf kritisiert. Der war sogar für eine Ablehnung, da will ich gar nicht gehen. Und zwar wegen der Bürokratie. Lesen Sie das mal durch, das kann man ja aus dem Bundestag sich runterladen. Also ich möchte nicht das Cannabis-Fachgeschäft sein, das nach diesen bürokratischen Vorschriften arbeitet. Also das ist geradezu abschreckend. Es ist gut gemeint, das gebe ich ja zu. Es ist gut gemeint, weil man Missbrauch verhindern will, aber es ist ein viel zu viel an Bürokratie. Und darum konnten wir dem nicht zustimmen. Ich persönlich bin optimistisch, dass wenn es nach der Bundestagswahl zu einer Koalition kommt, wo FDP und Grüne dabei sind, das kann ja sein, dann würden wir uns wahrscheinlich einigen. Es wird sicher nicht das Cannabis-Kontrollgesetz so sein, wie es jetzt ist, aber viele Elemente daraus würden wir auch übernehmen und dann würde man sich zusammenraufen müssen. Da ist das Problem nicht zwischen Grünen und FDP, sondern zwischen Grünen und FDP auf der einen Seite und der CDU auf der anderen Seite. Nicht? Da steckt das Problem da drin. Ja, als Cannabiskonsument muss man selbst nach mehrtägiger Abstinenz immer noch befürchten, Probleme im Straßenverkehr zu bekommen. Ein Nanogramm THC im Blut ist da der Grenzwert und der wird immer noch überschritten, selbst wenn man schon ein paar Tage nicht mehr gekifft hat. Diese und weitere Ungleichheiten wurden im Verkehrsausschuss des Bundestages durch einen Antrag der Linken debattiert. Wie bewerten Sie die aktuelle Lage und planen Sie Änderungen in diesem Bereich? Ja, das ist unbefriedigend. Nicht paar Tage, bis zu 14 Tage sind es sogar, ja. Wo man solche Grenzen noch findet. Also ich habe das alles ein bisschen mal nachgelesen. Also nach meinem Kenntnisstand sagt selbst der Verkehrsgerichtstag, der noch nicht im Rufe steht, so wie ganz links und kiffermäßig drauf zu sein, der empfiehlt also 3 Nanogramm. Und das ist der eine Punkt, dass man die Grenzwerte ein bisschen erhöht. Und der zweite Punkt ist, man muss überlegen, ob man nicht andere Tests macht. Es geht ja nicht darum, ob irgendwelche Reststoffe dann noch irgendwo im Blut sind. Das ist bei Alkohol übrigens auch. Also Aldehyd, ich bin zum Beispiel, ich hatte im Moment hatte ich noch Aldehyde im Blut, ja, weil ich gestern Abend Bier getrunken. Ich dürfte aber sehr wahrscheinlich schon wieder fahren, weil ich bin ziemlich sicher bei 0,0 Promille, aber irgendwelche Reststoffe wird man in meinem Blut auch noch finden, was meine Fahrtüchtigkeit ja nicht einschränkt. Also da muss man auch mal dran arbeiten. Das ist eine Aufgabe für die Fachleute. Aber ich finde, der Deutsche Verkehrsgerichtstag in Goslar hat vor ein oder zwei Jahren da eigentlich sich schon zu geäußert und da habe ich ein einiges Zutrauen, dass der Verkehrsgerichtstag das richtig macht, dem würde ich also folgen wollen. Was natürlich nicht geht, das muss man deutlich sagen, also wer bekifft ist, darf nicht Auto fahren. Und ist auch nicht Fahrrad und auch nicht Motorrad oder irgendwas anderes. Am besten nicht mehr laufen muss er schon, ne? Aber das ist eben wie Alkohol, darf man es auch nicht und bekifft auch nicht, nicht? Aber das sind eben 6, 8, 9 Stunden, ja, je nach Menge, die man da konsumiert hat, dann darf man wieder und die Tests sind eben unbefriedigend. Hinzu kommt noch ein Punkt, es gibt immer wieder mal Fälle, wo dann eben diese Reststoffe gefunden werden und man daraus schließt, der kifft ja regelmäßig und darum ist er grundsätzlich nicht geeignet, Auto zu fahren. Nicht? Ja. Also er ist zwar nicht konkret erwischt worden mit einer erhöhten Menge, auch nicht über 1 Nanogramm oder so, aber da er offenbar regelmäßig kifft, ist er deshalb ungeeignet. Das ist ein ziemlich dämliches Argument. Dann wäre ich zum Beispiel jetzt auch nicht mehr in der Lage oder geeignet sein, Auto zu fahren, weil ich gestern Abend, ich werde nachher nach unserem Gespräch, werde ich ziemlich bald Auto fahren. Ich kann das, ja, aber man würde bei mir trotzdem Reststoffe, wenn ich dann vorstelle, jetzt untersuchen die mich da und sage, guck mal, der Herr trinkt ja so, ich trinke wirklich wenig Alkohol, 1 bis 2 Mal die Woche. Und dann würden die daraus schließen, ach, guck mal hier, generell zum Führen des Fahrzeugs ungeeignet. Da kommt eigentlich auch keiner auf die Idee und dann sollte es auch bei Cannabis nicht so sein. Gerade, dass ja auch Patienten immer noch dasselbe Problem haben, obwohl sie Patienten sind und sie auf das Medikament eingestellt sind. Ja, gut, da muss man, das ist schon, es gibt ja auch Medikamente, wo Alkohol drin ist, die dürfen natürlich dann auch nicht fahren. Ne? Das ist, also geht nur ausschließlich darum, ob eine anerkannte Menge und 1 Nanogramm scheint mir zu wenig zu sein. Wenn die überschritten ist, dann hat man weder beim Alkohol noch beim Cannabis noch sonst irgendwo ein Auto zu fahren. Das ist, ist so. Aber sobald man unter diesem Wert liegt, dann darf man Auto fahren. Okay, kommen wir zur finalen Frage. Was denken Sie persönlich, wann wird Cannabis in Deutschland zum Freizeitkonsum freigegeben?
Jetzt bin ich mal ganz gemein. So wie Sie die Frage gestellt haben, sage ich die Antwort hoffentlich nie. Freigegeben, das klingt für einen FDP-Menschen natürlich super, nicht? Die freien Demokraten wollen immer was freigeben. Da muss meine eigene Partei auch immer nicht immer sehr streng. Also wir sind nicht für eine Freigabe, auch nicht für eine Liberalisierung, sondern für eine kontrollierte Abgabe. Ja, also ich bin nicht dafür, dass Cannabis bei Edeka im Regal liegt oder so, wie Brot kaufen kann. Ich gehe davon, Sie haben die Frage auch so gemeint, nur ich bin da ziemlich, ziemlich stur und selbst die Grünen und die Linken, wenn ich jetzt mal sage, dann steht, ja, hast du recht und so, dann verwenden die auch wieder andere Terminologie. Also ich bin der Meinung, die kontrollierte Abgabe wird in der nächsten Wahlperiode kommen. Da bin ich mir relativ sicher, wir hätten jetzt schon eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, also wenn man, wenn alle frei abstimmen würden oder dürften, gäbe es jetzt glaube ich schon eine knappe Mehrheit dafür. Also die FDP würde jetzt dafür stimmen, die Grünen, die Linken, große Teile der SPD, nicht alle, und ein sehr kleiner Teil der CDU, die AfD würde dagegen stimmen, bin ich mir sicher. Ich glaube irgendwie, ich habe neulich von zwei, drei AfD-Leuten gehört, die würden eigentlich auch am liebsten dafür stimmen. Aus ganz anderen, aus verrückten AfD-Gründen, nicht? Nach dem Motto, muss einfach drauf kommen. Ich habe das irgendwann begriffen. In wessen Hand ist ein Großteil des Schwarzmarktes? Antwort: in Leuten vom Islam. Und da die AfD den Islam bekämpfen will, will sie auch den Schwarzmarkt bekämpfen. Und wenn man dann in deutschen Geschäften Cannabis verkauft und damit den Islamleuten einen Nachteil zuführt, also muss man erstmal drauf kommen. Ja, es ist nicht ganz einfach, aber habe ich jetzt irgendwie begriffen. Das heißt, was ich sagen will, was jetzt gäbe es vielleicht eine knappe Mehrheit. Also ich bin relativ optimistisch, man kann sicher sein, dass sie in der nächsten Wahlperiode eine kontrollierte Abgabe, keine Freigabe kriegen. Sehr gut. Dann vielen Dank. Bedanken wir uns für das Interview. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Vielen Dank. Und lassen Sie uns gemeinsam an der gleichen Front, sogar in der gleichen Richtung kämpfen. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.